Zombie Apocalypse. Hey Freunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Nach längerer Zeit ist heute wieder Zeit für einen Vlog und ihr seht, ich bin nicht in gewohnter Umgebung, sondern ich bin auf Usedom im Urlaub eine Woche lang, weil ich Sommerferien habe. Das wissen wahrscheinlich die meisten, hat er eigentlich jetzt ganz Deutschland, glaube ich. Und ich bin jetzt eine Woche erstmal auf Usedom, habe dann noch zwei Wochen Ferien danach. Und genau. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit auf einen Tag hier bei mir auf Usedom. Wir sind gestern angereist. Und ja, heute geht es zu einem U-Boot und dann noch auf irgendeinem Wikingermarkt. Ich nehme euch mal mit, ich gucke, wie viel ich euch zeigen kann. Wenn ich jetzt sagen, let's go! So, wir sind jetzt hier in Peenemünde und suchen jetzt erstmal das U-Boot. Wir sind knapp 5 Minuten gefahren, also ganz easy von uns. Und ja, jetzt geht es erstmal ab zum U-Boot. Ich bin jetzt hier im U-Boot drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Ich hoffe, man kann was erkennen. Hier sind auch lauter Menschen drin, also Puppen. Sieht schon sehr, sehr krank aus. Also, dass die Leute hier durchgekommen sind, ich passe hier nicht durch so richtig. Ich bin 1,90. Ich probiere es viel wie möglich zu fotografieren und filmen und zeige euch das alles mal. Also schon brutal, was die hier früher gebaut haben. Hier bin ich durchgegangen. Also schon alles sehr, sehr klein. Aber es ist trotzdem... Also man sieht ja hier, ja. Trotzdem verdammt geil gemacht alles. Dass sie das hier nochmal ausgeklappt haben. Hier der Hintergrund. Hier ist nochmal eine Person drin. Hier. Die machen hier ein paar Sachen. Was man halt früher alles gemacht hat. Hier ist so ein komischer Tasten. Richtig, richtig geil. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Schiff das ist. Ich glaube U461 oder so. Aber richtig krass. Also, vor allem, die mussten hier alle durchrennen. Und jetzt guckt mal bitte ganz kurz, wie das hier aussieht. Was ist denn hier drin? Aha, noch eine Person. Also ich weiß, so gut kann ich das jetzt nicht filmen. Aber ihr seht es ja schon, so eng ist es. Also, das auf die Höhe, wo ihr gerade seid, ist nicht mal mein Kopf. Aber es ist so krank, die sind hier alle durchgerannt, wenn irgendein Einsatz ist. Also, einfach nur heftig. Hier geht es jetzt wieder durch so eine Luke. Und mal gucken, ob ich da wieder durchpasse. Müssen wir mal kurz testen. Oh ja, hat funktioniert. Hier sind jetzt noch ein paar Steuereinheiten oder was auch immer das ist. Für Gas, hier oben ist noch was. Also richtig geil. Hier nochmal so eine Luke. Dann hier wieder lauter Räume. Da duscht gerade jemand. Geil. Also wirklich richtig cool gemacht. Hier alles so eigentlich wie es ist. Ich hoffe, man versteht mich hier. Also wirklich hier nochmal so eine Luke, die sind ja hier wirklich alle durchgerannt. Schreibt mal unbedingt unten in die Kommentare rein bitte, ob also wie krass ihr das findet oder beziehungsweise wie das rüberkommt. Hier jetzt erstmal wieder durch. Boah, es ist jetzt hier ein bisschen lauter. Ja gut, da muss man aber halt durch. Und auch hier wieder richtig geil gemacht. Ich blende euch mal ein paar Fotos gleich ein. Wie geil das hier aussieht, weil es schon ziemlich laut ist. So, ich bin jetzt hier gerade in dem Boot in Sektor 6-3. Hier war das Abgasrohr der Hauptmaschinen. Und zwar zwei Stück, das ist das Ding hier. Dann ist hier noch was. Hier ist lauter Technikzeug noch. Hier oben noch. Also richtig geil gemacht, wirklich. Hier, also
riesen Respekt an die Leute, die das früher gebaut haben. Und natürlich auch an die, die hier gearbeitet haben. Boah, das macht man wieder mit dem Fuß durch. Boah. Hier ist jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger. Ich hab die Luken. Hier hinter mir ist jetzt auch noch ein bisschen was. Genau wie hier. Also, mega geil. Mega geil. Also, ich fühle diese Sachen einfach nur. Ich weiß, ich komme da jetzt so ein bisschen komisch rüber. Aber hier zum Beispiel ist wieder ein Schild. Wo sind wir jetzt hier? Bei Absperrschieber für den Luftschrank 2 Stück. Also das ist wieder irgendwas. Hier oben blinkt irgendwas komisches. Hier sollte man glaube ich mal durchgucken können. Also einfach nur geil. Die Dinger sind ja nicht mal richtig hoch. Moin Meister. Das ist mein Kumpel. hier lauter Sachen wieder. Also, ich weiß gar nicht, was das alles hier ist. Das ist wirklich, wenn ihr hier sagt, ja, ich weiß, was es ist, schreibt es wirklich unten in die Kommentare rein. Mich interessiert es brutal. Und wenn ihr irgendwie wollt, dass ich nochmal irgendwie so hingehe, sagt es mir auch mal. Ja, also, einfach nur heftig. Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Erstmal muss ich wieder meine Schwester finden, weil die ist mit mir hier drin. Hier zum Beispiel eine geile Chill-Couch. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das war jetzt die letzte Luke, vermutlich, weil hier geht's hoch. Da, das ist wahrscheinlich der Ausgang. Hier ist noch was. Ich konnte jetzt gar nicht mal alles mitnehmen. Das ist voll traurig. Aber, ja. Also, ihr seht, die Dinger sind mega geil. Hier noch ein Geschoss. Also wirklich einfach nur hammermäßig, dieses ganze Ding. Also für die Leute, die es interessiert, was für ein Schiff das war die U-461 von der Sowjetunion. Da hinten ist die Flagge, da oben ist noch irgendeine andere Flagge hier, da. Also richtig geiles Ding, wenn ihr hier mal her wollt, tue ich mal einen Link unten in die Beschreibung rein, dass ihr wisst, wo das Schiff liegt. Aber es liegen auch noch überall anders irgendwo solche Schiffe. Jetzt geht es erstmal weiter zu einem Wikinger-Shop oder was auch immer. Wir sind jetzt hier aus dem Boot raus, gehen schon wieder zurück. Wir waren noch bei was anderem, nämlich da hinten, das ist noch ein französisches Kriegsschiff. Und das U-Boot da vorne ist von der Sowjetunion. Aber das Blöde bei dem Französischen ist, wären wir vielleicht auch noch reingegangen, es war ein Museum. Es sah richtig cool aus mit einer Kanone. Etc. Aber da ist irgendwie so ein Wikingermarkt. Aber man muss Eintritt zahlen, um auf den Wikingermarkt zu gehen, damit du dann auch das U-Boot sehen kannst oder das Kriegsschiff sehen kannst. Naja, also ich gehe jetzt noch in den Souvenirladen von dem U-Boot und wenn ich da irgendwas finde, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Und wenn nicht, dann sage ich euch trotzdem Bescheid. Also bis gleich. Wir sind jetzt wieder daheim, beziehungsweise in der Ferienwohnung. Wir waren noch Kaffee trinken und am Strand davor noch. Und das habe ich vorher vergessen zu sagen. Ich wollte euch einen Link unten in die Videobeschreibung packen, wegen dem Boot. Aber ich schreibe mal hier an die Seite so einen kurzen Überblick, so 5-6 wichtige Sachen noch über das U-Boot. Und genau, ich sehe ein bisschen komisch aus gerade auf der Kamera, weiß nicht warum. Aber ich denke mal, dass das hoffentlich ein guter Vlog war. Ich muss den jetzt noch bearbeiten und dann nur noch hochladen. Aber ich denke mal, sonst ist eigentlich heute nicht mehr viel. Ich gehe jetzt da noch duschen und dann, ja, mal sehen, wird heute Abend noch irgendein Brettspiel, wahrscheinlich Monopoly oder so gespielt oder vielleicht Skat. Ist kein Brettspiel, aber keine Ahnung. Irgendwas heute noch gespielt. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, der Vlog mal wieder in Sommerferien. Eigentlich habe ich gedacht, ich schaffe es gar nicht in Sommerferien, aber habe es hinbekommen. Lasst unten auch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und folgt mir gerne auf Instagram. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Morgen nehme ich vielleicht auch ein Video auf, aber ich weiß nicht, ob das dann am Sonntag, heute Samstag, ob das Video dann am Sonntag kommt oder am Montag oder Dienstag. Werden wir dann aber sehen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.